Sanotip. Auf das Knie. Hier haben wir einmal das Pes anserinus. Die Fachleute wissen das, wo die Muskeln dann auch so ansetzen. Also auch hier der Vastus medialis Muskel. Der ist an und für sich schön, da haben wir gesehen. Und jetzt kleben wir eins hier so rüber und eins hinten in die Kniekehle, wo so die sogenannte Begazyste sich gerne aufhält. Aber lieber Kameramann, schau mal auf die Stiefel. Geh mal mit der Kamera drauf. Jetzt wisst ihr alle, wo der Junge herkommt. Ja? Der kommt aus dem Busch, aus dem kanadischen Busch. So ein Holzfäller-Typ, und den müssen wir jetzt flott machen. Also die alten Kameraden, wir kennen schon ein halbes Jahrhundert oder ein ganzes Leben. Und jetzt zeige ich euch, wie man das schnell klebt. Ja? Also Sanotape kannst du natürlich mitnehmen, auch im Flieger. Und auch wenn es Gold ist, müsst ihr den Zoll sagen, ihr schmuggelt kein Gold, das ist nur die Farbe. Ja? Und hier drin ist die reflektorische Seite, und darauf kommt es drauf an bei Sanotape. Wir kleben das hier so drauf. So, guck mal. So, wird das so drauf gebügelt. Zack, zack, so schön andrücken. So, und jetzt wird das angewärmt ein wenig, dass sich der Kleber mit der Haut verbindet. Und jetzt sieht man hier wieder das Backing kaum. Man kann dann schön die Haut kontrollieren, ob das so vertragen wird. Jetzt kommt ein Tape hier im Pes anserinus Bereich und einer hier oben. Weil dann der Ralf kann jetzt mal dabei erzählen, wenn er am Flieger sitzt, was er so erlebt hat mit dem Auerbein. Du bist dran. Oh ja, das ist also Schmerzen im Kniegelenk, das Überspringen im Knie durchs lange Sitzen, die Muskulatur versteift und angeblich Osteoporosis im Knie und leichte Verletzung des Meniskus. Ja, ja, lass mal, ganz kurz, super, aber das ist so, Osteoporose und Arthrose ist alles steuerbar. Die Arthrose und alles, was da ist, beginnt mit der Geburt, hat unser alter Professor gesagt. Was wir jetzt machen müssen, ist auch der Ralf, der braucht jetzt eine Art Aquaplaning im Gelenk. Aquaplaning heißt, die Kapsel hat innen Zotten, Synovialzotten, und diese Zotten produzieren Flüssigkeit, Schmiere. Ne? Und diese Schmiere brauchen wir, so eine Art Aquaplaning. Und das hängt damit ab, wenn ich zu krasse Bewegung mache, dann kommt zu viel Schmiere. Und wenn ich das schön dosiert mache, dann ist auch die Dosierung, die Schmiere da. Weil wenn ein Gelenk so schön gleiten kann, dann haben wir keinen Abrieb. Haben wir keine Synovialflüssigkeit, dann haben wir das grob, dann schleift das so ab. Deshalb die richtige Bewegung, und das ist das, was ich auch immer erzähle, langsames Bewegen, reingehen und so ganz langsam wieder nach oben. Das ist auch wieder auf unserem Kanal. Diese Fußhebeübung auch gerade hier und die Kniebeuge. Jetzt kleben wir das hier so drauf. Quasi klebt Sanotape dahin. Klebt Sanotape dahin, 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 wo es weh tut. Da, wo es weh tut, klebst du es einfach drauf. Zack, jetzt gehen wir wieder Hände hier so drauf. So, jetzt hat er da, wo er Probleme hatte, und der Pes anserinus und hier im Hofferschen Fettkörper, das ist die Polizei im Kniegelenk, da haben wir beide Stellen abgeklebt mit Sanotape. Jetzt kommt noch eins hinten in der Kniekehle, und das machen wir im Bauchlager. Jetzt machen wir einen Cut, weil das dauert ein bisschen, das Umdrehen. Hier ist das, wo ich vorhin das Knacksen gespürt habe. Das fühlt man auch. Da kommt jetzt mal ein Sanotape hin, und dass hier auch die Schwellung sich ein bisschen beruhigt. Jetzt sieht man hier, dass da die Tapes von vorne gesetzt worden sind. Ja, so. Und hier von der Seite, aber das kann man so gar nicht sehen, aber ich klebe so drauf, damit der Kameramann jetzt nicht den doppelten Rittberger machen muss. Also hier Sanotape kommt jetzt in die Kniekehle. Das kann tagelang drauf bleiben, da kann man mit duschen, da kannst du auch einen Triathlon mitmachen. Aber mit dem Knie machst du sowieso nicht, da machst du nur das, was wir empfehlen. So, so drauf, ziehen wir so schön Strom rüber. Das ist ein super Design. Dieses Design haben nur die Sanotape-Leute. Also unser Sanotape ist Weltklasse, sagt man uns nach. Ja, und ihr seht ihr ja, die kommen aus Kanada, die kommen aus USA, kommen hier extra rübergeflogen, hätte ich bald gesagt, ja. Und die sind von alleine auf den Kanal gegangen, das wusste ich gar nicht, und haben dort die Übung gemacht. Und da kann gleich nochmal in einer lockeren Runde, machen wir nochmal ein kleines Video, und dann erzählen wir mal ganz kurz, wie die auf unseren Kanal in USA, in Kanada oder in Malaysia kommen, oder ich weiß nicht wo, ja. Also, fertig, Daumen hoch. Liked uns und abonniert uns, und wir brauchen euch. Wir brauchen euer Wissen und eure Kommentare, und schreibt mal was
damit wir was lernen von euch, Anwendern. Tschüss.